Das Christentum ist die einzige Religion, die nicht ins Paradox verstrickt ist, weil es die einzige Religion ist, die das Paradox annimmt und denkt. Robert Spähmann. Hallo, dies ist Ketzer 2.0, der Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Matthias Krause und ich bin verbunden mit Peter in Zürich. Hallo Peter. Hallöchen. Und mit Christian, und der ist heute in Novigrad, das ist in Kroatien. Hallo Christian. Hallo, dobar djan. Und heute ist Sonntag, der 4. April 2010, und das ist der Ostersonntag, was für uns natürlich völlig bedeutungslos ist. Absolut. Peter, wolltest du uns noch irgendwas sagen oder diskutieren, dieses Spähmann-Zitat? Naja, wir haben uns auf jeden Fall mal gedacht, wir könnten den dümmsten Spruch der Woche, der von einem Gläubigen ausgesprochen wurde, in unserem Podcast aufnehmen. Und dieser Spruch von Spähmann, der ist wirklich ganz, ganz besonders dumm. Das geht zum Beispiel um die Theodizee-Frage und also die Rechtfertigung Gottes für das Böse und um die ganzen Widersprüche, die zum Beispiel in einem allmächtigen Gott angelegt sind, aufzulösen, wobei natürlich das Paradox oder die Widersprüche nicht aufgelöst werden, indem man sie annimmt. In der mathematischen Logik gibt es einen Satz, der sagt, aus einer falschen Aussage kann man jede andere Aussage beweisen, insbesondere alle falschen Aussagen. Und daran musste ich denken, als ich das gehört habe. Also ich sehe bei dem Paradox vor allem Sachen wie beispielsweise die Dreifaltigkeit, also Gott ist eine Person und zugleich drei unterschiedliche Personen, oder auch die Theodizee, was du sagtest, Peter, Gott kann nicht im Angesicht der Welt, der herrschenden Verhältnisse, kann Gott nicht gleichzeitig allmächtig und allgütig sein, sonst würde er bestimmte Situationen verbessern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob andere Religionen nicht auch solche Paradoxa haben. Ich stelle mir beispielsweise vor, dass der Islam Gott auch als allmächtig und allgütig bezeichnet, was auch im Widerspruch stünde zur Welt. Spähmann scheint aber wirklich hier aus der Not immer eine Tugend zu machen und dann Punkte, wo das Christentum besonders angreifbar ist, sozusagen zu versuchen, intellektuell ins Gegenteil zu verkehren. Er sagte ja auch diese Woche, ich müsste eher den Verstand verlieren, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde. Und das war seine Antwort auf die Frage, ob man denn heute an die Auferstehung glauben könnte, ohne den Verstand zu verlieren oder abzugeben. Also Spähmann scheint sich darauf zu spezialisieren, soweit ich das beurteilen kann. Ich kriege natürlich immer nur diese Äußerung mit. Ich habe den Eindruck, bei Spähmann spürt man wirklich diese fast schon schmerzliche Qual, dass er weiß, dass sein Glaube eben widersprüchlich ist. Und er versucht dann mit seinen komischen Gottesbeweisen, und der lächerlichste ist ja wohl dieser grammatikalische Gottesbeweis, kann vielleicht gleich noch jemand was zu sagen. Also bei Spähmann meine ich wirklich den Schmerz und die Pein zu spüren. Er weiß tief in seinem Innersten, sein Glaube ist widersprüchlich, er kann nicht sein, und er versucht dann alle möglichen Ausflüchte zu erfinden, warum es nun doch gerade so sein soll. Der psychologische Name dafür ist ja Rationalisierung, dass man versucht, man hat eine Entscheidung getroffen und versucht dann logische Gründe und Schlüsse zu finden, die das bestätigen. Und das ist eigentlich unabhängig von der Intelligenz. Je intelligenter man ist, desto mehr muss man sich halt anstrengen, dass man das hinkriegt. Aber das kann man sehr schön da sehen, das hast du sehr gut gesagt. Ja, es wäre beispielsweise wirklich mal interessant zu hören, ob Spähmann, wenn er sagt, Christentum ist die einzige Religion, er müsste ja wirklich alle anderen Religionen daraufhin untersucht haben, ob sie A, Paradoxa aufweisen und B, ob sie die annehmen oder nicht. Und denken. Was ich bezweifle. Ja, und Spähmann macht ja auch natürlich nichts Neues. Das hat ja schon Thomas von Aquin, der hat ja auch die Theodizee-Fragen, die Rechtfertigung Gottes, beantwortet, indem er gesagt hat, die Antwort liegt in der lebendigen Beziehung mit Gott. Also das ist ja nichts Neues, was der sich da ausdenkt. Das ist auch keine Antwort, sondern ein Ausweichen. Spähmann soll ja auch auf die Frage, wo war Gott in Auschwitz, soll Spähmann ja geantwortet haben, am Kreuz. Was natürlich auch keine Antwort auf die Theodizee ist. Na klar, das ist natürlich einfach eine widerliche Aussage. Das ist ketzerisch. Denn er hat jetzt, muss man einfach sagen, also wenn ich das jetzt einfach so höre, dann würde ich sagen, das könnte eigentlich ein Ketzer nicht besser formulieren, so eine zynische Antwort. Und er hat wirklich ein Problem, aber so viele haben ein Problem und mit diesen Paradoxen, die da drin sind. Ich denke mal, das liegt aber nicht, man muss nicht sagen, dass eine Religion
Paradoxien hat und dennoch geglaubt werden muss. Ich glaube, eine Voraussetzung für eine Religion ist die Existenz von Unsinn, großen Unfug. Je mehr Unfug, desto erfolgreich ist eine Religion. Denn dann muss man wirklich großen Glauben haben, um auch wirklich die Kröte runterzuschlucken können. Nach dem Motto, ich kann die größere Kröte runterschlucken als ihr. Und da ist die Christentum vielleicht führend.